Es gibt so viel auf dieser Welt, was mancher nicht für möglich hält. Und weil nicht jeder zaubern kann, bin ich ein ganz besonderer Mann. Jimsalabim werd ich genannt. Der Name ist euch wohl bekannt. Er hat mit Zauberei zu tun. Und die Geschichte hört ihr nun. Glück auf und willkommen zu einer neuen Folge von Kassettenkind. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin der Daniel von Mein Ohrenkino. In dieser Folge möchte ich euch natürlich wieder ein Highlight meiner Hörspielkassettensammlung vorstellen. Und zwar soll es um die Hörspielserie Jimsalabim gehen. Jimsalabim, ich weiß nicht, ob ihr die Serie kennt. Ich habe das Gefühl, dass so richtig bekannt ist die Serie nicht. Man kennt sie natürlich, aber sie ist jetzt nicht vergleichbar mit drei Fragezeichen, Jan Tenner oder John Sinclair. Wenn ich mit Freunden früher gesprochen habe, war es immer so, dass ich denen die Kassette ausgeliehen habe oder eine Kassette von mir und die sagten immer so, nö, kenne ich gar nicht. Warum Jimsalabim jetzt so nicht so bekannt ist, kann ich euch gar nicht sagen. Es mag vielleicht auch daran liegen, dass es nur 8 Folgen gab und dass man da einfach nicht so den Bekanntheitsgrad hatte wie bei anderen Serien, die einfach mehr Folgen hatte. Jimsalabim wurde 1980 bis 82 produziert und zwar im Verlag Kiosk. Ich habe euch hier nochmal, zeige ich euch mal die Erstauflage, sage ich euch aber alles nochmal gleich später. Es wurden, wie gesagt, also insgesamt 8 Folgen wurden produziert. Ich habe leider auch nicht alle, zeige ich euch aber auch gleich, welche ich alle habe. Und wie gesagt, mir haben sie an sich immer eigentlich ganz gut gefallen. Was ich dieses Mal noch machen möchte, was ich sonst nicht gemacht habe, ich werde gleich auf eine Folge eingehen, die mir besonders gut gefallen hat. Und ich werde auf eine Folge eingehen, die mir nicht so gut gefallen hat und die beiden dann so ein bisschen miteinander vergleichen. Ansonsten kriegt ihr natürlich auch alle Infos, die ich zu dieser Serie noch gefunden habe. Okay, wollen wir dann mal starten? Ich zeige euch, ich stelle die einfach mal so hier vorne hin. Wenn das jetzt hier gleich noch unscharf ist, ich mache gleich noch ein paar Close-ups, damit ihr auf jeden Fall alle Cover sehen könnt. Das sind also alle meine Folgen, die ich habe. Ihr seht hier, das sind die aus der ersten und zweiten Auflage, die bei Kiosk erschienen sind. Diese ist auch noch, also das ist auch noch die Kiosk-Version. Alle anderen sind von der Auflage von 1 Extra, das ist aus dem Verlag Hör und Lies. Und die wurden dann nochmal veröffentlicht 1988. Ist aber alles gleich geblieben. Die haben nichts geändert, sondern die haben einfach die Tonspuren so übernommen und haben ihr Label draufgepappt. Ihr seht auch, dass die Cover ursprünglich bei der ersten und zweiten Auflage etwas anders waren und später wurden die dann hier neu gemacht. Ich finde, muss ich auch ehrlich sagen, die neuen finde ich auch ein bisschen besser. Die sehen einfach ein bisschen cooler aus. Produziert wurden die Hörspiele wie viele andere Kiosk-Produktionen natürlich von Uli Herzog und die Geschichten und die Story wurde geschrieben von Evelyn Hardy. Jimsalabim ist, wie gesagt, er ist Zauberer, wohnt in einem kleinen Dorf, was nicht weiter näher beschrieben ist. Ich kann auch gar nicht sagen, in welcher Zeit das spielt, weil es für die Story einfach keine Rolle spielt. Es ist auf jeden Fall so, er hat da ein kleines Häuschen, lebt da mit seiner Frau Johanna und möchte eigentlich nichts anderes als seine Ruhe haben. Es kommt aber sehr oft vor, dass die Dorfbewohner oder auch andere Menschen ihn um Hilfe bitten, weil er ist durch seine Zauberkraft natürlich sehr bekannt und er wird sehr oft um Hilfe gebeten, muss dann halt los und den Leuten zur Seite stehen. Was macht ihn aber als Zauberer aus? Jimsalabim ist für mich so dieser typische Zauberer. Er hat so eine lange Robe an, er hat auch so einen lustigen spitzen Hut auf, also so einen klassischen Zauberhut. Er zaubert mit einem Zauberstab und er besitzt an seinem Revers sind Silberknöpfe, die nochmal seine Zauberkraft quasi verstärken. Das sind so die Details, die man in den Geschichten über ihn erfährt. Die Geschichten sind eigentlich ganz nett gemacht. Man weiß auch, wie gesagt, nicht, zu welcher Zeit die spielen. Musikalisch würde ich das Ganze auch eher einfach einordnen, genauso wie das ganze Arrangement. Also das heißt, es ist so typisch 80er, es ist nicht übertrieben, es sind alle nötigen Sounds vorhanden. Aber ich würde sagen, mit heutigen Produktionen wäre dann noch ein bisschen Luft nach oben. Aber für die Kinderhörspiele, muss ich sagen, reicht es vollkommen. Also wirklich ganz gut gemacht. Die Musik ist auch charmant, ist so ein bisschen Synthi-lastig. Also es sind keine akustischen oder keine analogen Instrumente, sondern ist meistens mit Keyboards eingespielt. Aber ich finde es auch recht passend für die Geschichte.
Kommen wir jetzt zu der Cast von Jim Salopin. Jim selber wird gesprochen von Heinz Rabe, den kennt ihr zum Beispiel aus der Jan Tenner-Serie, ebenfalls bei Kiosk erschienen. Da hat er den Loger gesprochen. Aus der Jan Tenner-Serie befinden sich auch noch einige andere Sprecher, die immer wieder mal auftauchen, wie zum Beispiel Klaus Miedl. Klaus Miedl spricht bei Jan Tenner den Zweistein und taucht hier immer wieder auch auf bei den Geschichten, wie zum Beispiel, ich muss jetzt mal eben gucken, genau hier, da spricht er hier den verrückten Professor. Er spricht auch in der ersten Folge mit, glaube ich, oder in der zweiten, die Zauberschule. Nein, er verzaubert den König. Hier in der Zauberschule, da spricht er auch den Fürsten, der den Jim Salopin beauftragt, die Zauberschule zu leiten. Auch eine sehr gute Folge. Johanna, die Frau von Jim Salopin, wird in den ersten beiden Folgen gesprochen von Inge Wolfberg, wurde dann in der oder ab der dritten Folge wurde sie ausgetauscht oder ersetzt durch Ursula Gerstel. Und ich muss sagen, ich finde beide gut. Ich kann jetzt nicht sagen, die eine macht es besser als die andere. Finde ich beide sehr gut. Eine Stimme, die auch ab und an mal vorkommt, ist eine Stimme von einem Jungen aus dem Dorf. Und zwar wird dieser Junge gesprochen von Frank Schaff. Und Frank Schaff ist die Stimme, kennt ihr, von Otto, von Benjamin Blümchen. Und ist, glaube ich, nicht die erste Stimme, sondern es ist, glaube ich, die zweite Stimme. Ist heute auf jeden Fall auch der Sprecher von Ethan Hawke, dürfte also auch bekannt sein. Ansonsten ist die Cast insgesamt sehr gut. Ich finde, alle Sprecher machen es authentisch. Es sind auch viele Kinder mit dabei, die auch immer wieder mal vorkommen. Also die Sprechercast ist nicht gigantisch groß. Man greift immer wieder auf gleiche Sprecher zurück, was ich aber absolut nicht schlimm finde. Dann hatte ich euch ja gesagt, ich wollte es diesmal so machen, dass ich euch eine Folge vorstelle, die ich gut finde und eine Folge, bei der ich nicht ganz so begeistert war. Und zwar meine wirklich absolute Lieblingsfolge von Jim Salopin ist die Kürbiskanone. Bei der Kürbiskanone geht es im Prinzip darum, dass Jim Salopin Urlaub machen möchte. Er fliegt mit Johanna in seinem Koffer, weil also in dem Koffer, wie gesagt, der fliegende Koffer ist sein Fortbewegungsmittel. Wollen sie zusammen halt in den Urlaub fliegen. Und in dem Ort, wo sie dann landen, haben sie auch ein kleines, so einen kleinen Gasthof gefunden, wo sie unterkommen können. Und sie fragen sich einfach, wo sind denn die anderen Gäste geblieben? Also das Dorf ist so quasi wie ausgestorben. Und in der Nacht wird der Gasthof quasi von einer Kürbiskanone angegriffen. Am nächsten Morgen stellen sie den Wirt zur Rede und fragen, was denn da los sei. Und er erzählt ihnen, dass oben auf dem Berg so ein geistesgestörter General wohnt, der alle jungen Männer quasi zu so einer Bande zusammengerottet hat und sich einredet, dass die Dörfler ihn angreifen wollen. Und deswegen hat er da die alte Kanone mobilisiert und beschießt die Dorfbewohner damit Kürbissen. Allein die Vorstellung finde ich schon ziemlich witzig. Ist auf jeden Fall eine sehr lustige Story, hat sehr viel Situationskomik. Auch von der Story finde ich es ganz gut. Und Jim Salopin nimmt sich der Sache natürlich an und geht dem Ganzen auf den Grund. Finde ich wirklich eine sehr, sehr gelungene und sehr lustige Folge. Die andere Folge, die habe ich leider nicht auf Kassette. Ich habe sie aber trotzdem gehört. Und zwar ist es die Folge 5. Und zwar heißt die böse Kräuterhexe. In der bösen Kräuterhexe geht es darum, dass die Kräuterhexe in einem anderen Dorf den Bürgermeister in einen Kater verwandelt hat und so ein bisschen das Dorf terrorisiert. Und die Dörfler wenden sich an Jim Salopin und wollen, dass er ihnen hilft und den Fluch aufhebt. Jim Salopin will es dann mit der Kräuterhexe aufnehmen und schon bei der Anreise geht es schon los, weil die Kräuterhexe lebt in den Bergen und die Anreise ist sehr, sehr stürmisch und sehr gefährlich. Und er schafft es auch nicht, den Fluch zu brechen und will dann quasi mit der Kräuterhexe persönlich sprechen und sie davon überzeugen, dass sie doch den Fluch aufhebt. Funktioniert aber alles nicht so richtig. Er verliert am Ende sogar seinen Zauberstab und ich muss sagen, es ist eine immer noch natürlich sehr kindgerechte Folge und natürlich auch keine Folge, die mich jetzt in Angst und Schrecken versetzt hat. Aber es war so dieses Gesamtsetting, was mich so ein bisschen, die war mir einfach so ein bisschen zu negativ. Auch, dass Jim Salopin dann seinen Zauberstab verliert und er im Prinzip nicht machtlos ist, aber er scheitert. Ich kann sie euch leider nicht zeigen. Sie ist, glaube ich, auch als Kassette, gehört sie zu den Raritäten, also die man nicht so ganz oft findet.
Deswegen habe ich sie auch noch nicht in meiner Sammlung. Das war aber eine Folge, wo ich sagen muss, die hat mir wirklich nicht ganz so gut gefallen, weil sie einfach so eine komische Stimmung hatte. Allein die Anreise schon, wie sie in diesem, in so einem Sturm und Gewitter, anreisen, hat mich immer schon, weiß ich nicht, hat mir nicht so gut gefallen, weil es so eine ganz andere Stimmung war, wie jetzt beispielsweise in den anderen Folgen. Insgesamt muss ich aber sagen, finde ich die Storys sehr gut. Also sie sind, obwohl es Kinderstorys sind, sind sie eigentlich recht unterhaltsam. Sie sind auch relativ kurz, kann man sich wirklich gut anhören. Musikalisch, wie gesagt, ja, es ist okay. Man hätte es für mich noch ein bisschen besser machen können. Aber wie gesagt, es passt eigentlich so in das Gesamtsetting. Das war's auch schon wieder mit dieser Folge von Kassettenkind mit Jim Salabim. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch Fragen habt oder ich was vergessen haben sollte, wisst ihr ja, einfach unten in die Kommentare schreiben. Wenn ihr diese Folge gut fand, freue ich mich natürlich auch, wenn ihr sie liked. Ich freue mich noch mehr, wenn ihr meinen Kanal abonniert, wenn ihr auch die Glocke drückt, dann verpasst ihr nämlich keins meiner Videos, wenn ich ein neues Video hochlade. Dann bleibt mir zum Schluss noch zu sagen, habt Spaß, hört Hörspiele und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!